Herzlich willkommen hier zurück auf unserem 24/7 Server Gamer Map, ne? Heißt die. Das ist die Gamer Map V2. Die V1 lassen wir so und müssen download. Aber hier diese könnte möglich sein, dass wir die dann mal hochladen, weil sie ist echt schön genug. Was mich noch ein bisschen stört, sind die scheiß Dinger hier. Die sind echt zu kotzen, ne? Das ist echt zum Kacken, da muss ich noch ein bisschen nachpinseln, bevor ich die rausbringe als Download. Das soll auch schön aussehen, ne? Das soll echt nicht schön aussehen. Also es muss ja hier auch, ne? Ein bisschen, ne, das Auge spielt ja auch mit, ne? So, jetzt war ich doch immer noch hier. Nicht du. Ich war ja immer noch, ich bin noch immer noch, ne? Seit dem letzten Mal. Immer noch hier. Am Befüllen. Und es ist draußen immer noch eine Arschhitze. Also jetzt in echt, meine ich. Hier drin geht's eigentlich gerade. Weil Klimaanlage ja ist. Aber es ist trotzdem eine Scheißhitze. So, jetzt müssen wir, dürfen wir aber nicht mehr hinten runterkippen. Weil das ein bisschen. Ich hab gesagt, ich hab. Ja. Ein bisschen. Ne? Schadensmod gibt's ja. Was ist mit dir los? Du bist doch noch nicht voll. Er ist voll, du blöde Mistsau. So ein kleiner Mistsack. Man hätte ja eigentlich auch den größeren Trailer nehmen können. Hat man aber nicht, ne? Hat man nicht, hat man nicht. Geht ja eigentlich auch. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir fahren jetzt hier rückwärts, ne? Zurück. Wir haben jetzt auch das Kerberland drauf. Das ist einfach nur geil zum Mähen und zum Ballerpressen. Die Ball machen wir jetzt keine. Aber hier sonst ist das schon eine echt geile Sache. Muss man schon sagen, also ich bin sehr zufrieden mit dem Mähwerk und mit der Ballenpresse. Endlich mal eine Kombipresse, die auch gut funktioniert. Wird beim nächsten LS wahrscheinlich auch drin sein. Oder es gibt dann halt eine andere. Vielleicht hier von, was war das gewesen? Krone, glaube ich, ne? Dass da vielleicht mal die Dinkro-Wickelpro-Kombi kommt. Comprima hat die geheißen, oder nicht? Ne, das war nicht die Comprima. Die Wickelkombi, das eigentlich mal als Mut gegeben hatte. Weil das ist nämlich schon was auf dem Feld ziemlich geil ist. Nur ist mir was aufgefallen, dass man bei der Presse, beim Kerberland, da gibt es ja das Anderson Pack mit dem Ballenladen. Da ist mir aufgefallen, dass die Ballen ja eigentlich falsch liegen. Der die ja eigentlich anders aufnimmt. Ja, das ist natürlich, ne? Der müsste sie eigentlich anders ablegen. Die Ballen. Dass er sie besser nehmen könnte. Wie die, den Wickler, ne? Vom Kerberland. Da kannst du ja einstellen, wie er sie ablegen soll. Müsste eigentlich, ja, müsste es eigentlich für die, den Ding auch geben. Für die Wickelkombi, ne? Das wäre natürlich viel besser. Das wäre besser. So. Also, das ist ja Absicht hier, ne? Dass es so ein kleines Fahrzeug ist. Aber für die Kühe hier reicht es. Und vor allem muss man halt ein bisschen mehr arbeiten. Wenn man halt mit ein paar Leuten drauf ist, ist das ganz gut. Dann hat jeder mal was zu tun. Der eine geht recht, der andere macht das, der andere sät, der andere düngt und der andere guckt die Kühe. Also passt. Wenn wir dann mehr Drescher haben, ist dann das halt auch immer eine gute Sache, wenn man ein bisschen zu tun hat. Das Warten ist halt immer ein bisschen scheiße. Deshalb schraube ich ja immer die Zeit hoch, sonst müssen die Leute warten, kein Bock mehr und dann kommen sie nicht mehr auf den Server. Also heißt es, hier immer gucken, dass die Leute Arbeit haben. So. Und noch nicht. Wie viel haben wir denn noch drin? Wenig. Wenig, sehr wenig. Aber man kann gut rangieren hier, das ist ideal hier. Das ist einfach. Also muss nicht immer zu groß sein. Ich sehe manchmal auf Facebook oder so, sehe ich, wie andere ihre Maps haben, wo einfach ein riesengroßer Platz ist.
Das sieht einfach nur scheiße aus. Man braucht nicht so viel Platz, sondern einfach noch ein bisschen reicht schon, ne? Es muss einfach nur schön sein. Und realistisch, also es soll schon ein bisschen realistisch aussehen. Was es, glaube ich, hier schon ist. Es ist realistisch. So. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber wir haben ja hier jetzt auch eine Dings drauf hier, ne? Hier drüben. Jupp, da hat er geschmubbelt. Da haben wir hier eine Trocknungsmaschine drin. Eine Grastrockner. Funktioniert super. Vor allem, es ist jetzt nicht von Global Company, sondern hat einen eigenen Script drin. Also unabhängig. Schon wieder voll. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch hier. Und wieder hier abkippen, ne? Alter Schwede. Wir müssen eigentlich mal switchen hier. Mal gucken, was unser Helferlein machen getötet. Der hat noch. So, machen wir nochmal hier, ne? Könnten alle theoretisch rückwärts fahren. Ne? Ist ja easy. Ja, da fährt er nur 15 rückwärts. Mal gucken, ob es hier auch geht mit dem Rückspiegel. Ja, ist mein Arsch voll auch nichts, ne? Der Rückspiegel ist immer ziemlich scheiße hier. Also im Trecker geht's, ne? Im Trecker rückwärts fahren mit dem Spiegel geht. Nur hier ist das ein bisschen doof. Da fehlt nämlich da irgendwo noch ein. Und jetzt gehen alle wieder. Rückspiegel, vorher war schwarz. Es kommt immer darauf an, wo man hinguckt, wo man steht gerade. Das ist irgendwie ein bisschen dämlich, ne? Dämlich. So, jetzt sind wir hier oben und kippen wieder ab. Trecker ist aus. Den. Na komm. Er will nicht anmachen mehr, ne? So. Den fahren wir mal hier ein bisschen weiter. Der müsste eigentlich. Warte mal, der hat 50%. Dann müsste er hier hinten dann voll sein, ne? Irgendwo hier vielleicht in der Gegend. Ja, da ist er meiner. Der 828er. Nur habe ich die Tür offen gelassen hier. Leck mich doch. Und hinten das hintere Fenster ist auch offen. Ach ja, ist ja. Und jetzt ist das offen. Jetzt ist das wieder offen. Ach so geht das, ja. Ja, hätte ich jetzt mit links und rechts gemacht, aber scheißegal, ne? Müsste ja nicht unbedingt sein. 66%, das geht. Die Lage hier drin haben wir. 63. Das passt. Ja, das ist. Naja, für mich Futter machen dann. Das ist gut. Kann man nämlich wunderbar hier reinfahren. 50% Heu und 50% oder halt den Rest dann mit Silage auffüllen. Funktioniert. Stroh braucht man nicht. Wir haben nicht mal Stroh. Brauchen wir nicht. Das ist überflüssig sowas, ne? Nein, kann man machen, muss man ja nicht, ne? Geht ja auch so, ne? Die Tiere können ja auch ohne Stroh überleben. Geben trotzdem Gülle. Und das ist eigentlich ganz gut. Ganz so toll. Oh, wir haben ja die Zeit wieder erreicht. Ist halt jetzt fast das gleiche gewesen. Miteinander, aber macht ja nichts, ne? Gut, also ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.